Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit einem, etwas alten neuen Format. Und zwar den One Piece Analysen. Da werde ich jedes Mal einmal auf obwiki.de gehen und einfach auf zufällige Seite drücken. Und das, was kommt, werde ich in einem Video analysieren. Heute Itachi Windsmoke. By the way, ich habe es endlich geschafft, wieder zum Friseur zu gehen. Wieder kurze Haare. Nur noch wieder der Bart ab. Ja, mein kleiner Urlaubsbart wächst jetzt seit 2 Wochen. Muss mal wieder runter. Egal, kommen wir jetzt einfach wieder zum Thema zurück. Und zwar Itachi Windsmoke, a.k.a. Sparking Red. Ja, Itachi Windsmoke ist der Bruder von unserem geliebten Sanji, was wir erst sehr, sehr, sehr spät in der Story erfahren haben. Er gehört zur Windsmoke-Familie, welche im Königreich Germa lebt und dieses auch gleichzeitig regiert. Bei Germa sehr, sehr komisch ist. Das ist keine richtige Insel irgendwie mehr, sondern so ein fliegendes Schlösschen. Seltsam. Er ist der erste Sohn der Windsmoke-Familie. Das heißt, er ist der älteste Bruder von Sanji. Deswegen hat er auch hier schön fett eine 1 tätowiert. Und er ist gleichzeitig auch der Kommandant der Germa 66 und somit natürlich aber auch der Prinz des Königreichs Germa. Weil Germa ist jetzt nach dem Zwischenfall kein offizielles Königreich mehr der Weltregierung. Ganz täusche. Schreibt es einfach nochmal in die Kommentare, wenn ihr das genauer wisst. Aber ich glaube, die Germa zählt nicht mehr als Königreich, weil sie eben die Weltregierung sozusagen verraten haben. Ich glaube, so war das nach dem Big Mama. Ja, wie alle in der Windsmoke-Familie, beziehungsweise zumindest alle Söhne, komischerweise, in der Windsmoke-Familie, hat er auch diese gekringelten Augenbrauen. Wo Oda mal in einer FPS geschrieben hat, dass das wohl irgendwie was mit kosmischer Energie zu tun hat. Schauen wir mal, ob da noch irgendwie was kommt. Im Gegensatz zu Sanji hat er rote Haare. Jede der einzelnen Söhne bzw. Töchter hat eine andere Haarfarbe. Deswegen kommt auch sein Name Sparking Red. Und auch zusammen mit seinem Raid-Suit, den er trägt, so wie jeder andere aus der Windsmoke-Familie auch, hatte eben diesen speziellen Raid-Suit, der ihm halt einfach nochmal ein bisschen mehr defensive Kraft gibt, ein bisschen mehr Angriffsstärke, Schnelligkeit und sowas. Und jeder hat dazu noch mit diesem Raid-Suit spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel Itachi kann eben mit seinem Raid-Suit auf einmal rote Laserstrahlen rausschießen. Ja, generell zur Stärke ist zu sagen, Itachi Windsmoke ist ein sehr, sehr starker Kämpfer. Er ist sogar, auf demselben Level wie ein Sanji, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht sagen stärker, ich würde es aber auch nicht sagen schwächer. Er kämpft einfach ein bisschen anders. Er kämpft halt vor allem etwas böser. Das heißt, er achtet nicht irgendwie drauf, oh, es ist eine Frau, darf ich nicht schlagen, oder oh, der ist ja schon am verletzt. Nein, er tritt einfach drauf, wenn er noch auf dem Boden liegt, der Gegner. Es ist einfach diese kalte Art, die halt durch die Genmanipulation kam, die Judge Windsmoke, also der Vater, eben bei allen seinen Söhnen und Töchtern versucht hat zu machen. Bei Sanji hat es ja nicht ganz geklappt. Durch diese Genmanipulation ist Itachi nämlich ein Exoskelett gewachsen, was ihn natürlich erstmal körperlich stärker macht, also physisch stärker. Psyche ist aber eine andere Sache. Er ist, wie gesagt, sehr, sehr kalt. Er kann auch keinen Befehlen seines Vaters mehr entgegentreten. Also er muss diese Befehle ausführen. Und eine große Szene, die wir dabei gesehen haben, war, wo eben diese ganzen Windsmokes gefangen worden sind von Perospero. Also wo sie alle eben diese Süßigkeiten um sich herum hatten und nicht mehr losreißen konnten. Wohingegen Judge Windsmoke ziemliche Panik hatte vor dem Tod und angefangen hat zu heulen wie ein kleines Baby. Waren halt die Söhne, gerade auch zum Beispiel Itachi, so ist es halt, sterb mal, wie lustig. Ja, Emotionen sind wohl bei denen nicht mehr sehr hochgeschrieben. Was dann natürlich wieder die Sache erklärt, wieso haben sie dann am Ende vom Big Mom Arc Sanji und sowas geholfen? Ich meine, klar, okay, es war wahrscheinlich einfach ein Befehl von Judge, dass sie ihm helfen sollten. Dadurch haben sie es ausgeführt. Aber könnte da auch noch ein kleiner Teil Emotion dabei gewesen sein? Wirklich nicht. Auf jeden Fall ist Itachi sehr stolz auf seine Herkunft und seine Adelsabstammung.
Das lässt er auch des Öfteren andere Leute spüren, die eben nicht so einen hohen Adelstitel haben, weil die unterdrückt er ziemlich. Auch sein Bruder Sanji hat er öfters mal verkloppt und alles mögliche. Auch dahingehend, weil Sanji unbedingt kochen wollte und Ichichi das nicht verstanden hat. Hey, wir Bonzen, wir kochen nicht selber. Andere Leute kochen für uns. Was kochst du? So in der Art. Es ist alles sehr, sehr komisch geworden gewesen. Man muss aber sagen, Ichichi Windsmoke, so als Charakter an sich, wenn man ihn so sieht, er wirkt schon cool. Ich meine, diese ganzen Windsmokes sind ja so ein bisschen auf diesem Power Ranger Theme aufgebaut. Verwandlung! Red Suit! Ist nicht jedermanns Geschmack. Ich fand es irgendwie ziemlich geil. Also ich fand es wirklich ziemlich geil. Alle hatten eine andere Farbe, alle hatten einen Red Suit, alle anderen hatten Fähigkeiten, andere Persönlichkeiten und sonstige Sachen. Es war wirklich sehr. Was ich mich jetzt halt noch frage, ist ja, am Ende vom Big Mom Arc war es ja so, dass ja, wie gesagt, die Windsmokes der Strohbande geholfen haben zu entkommen. Problem an der Sache, wie weit sind jetzt die Windsmokes tatsächlich weggekommen? Also haben sie es noch geschafft, wirklich zu fliehen? Haben sie sich jetzt in irgendeiner Form geopfert? Werden wir sie nochmal wiedersehen? Was ja sehr schade wäre, gerade zum Beispiel hingehend der Schwester Raiju, die würde ich schon mal gerne wiedersehen. Nicht nur, weil sie gut anzusehen ist, sondern auch einfach so als Charakter interessant ist. Da sind wir da mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Windsmokes, nachdem sie vom Big Mom entkommen sind und eben aus diesem ganzen Weltregierungsdings rausgeschmissen werden oder worden sind, einfach mal kurz mal um die Reverie infiltrieren. Hey! Da sind wir! Wir sind zwar kein Teil mehr von euch, aber hey! Dürft ihr gar nicht. Das macht man nicht mit der Germa 66. Wir sind einfach was Besseres. Wir sind der Adel. Ihr könnt uns nicht einfach so rausschmeißen. Ohne uns seid ihr nichts. Irgendwie sowas in der Art. Wobei sie halt wahrscheinlich gar nicht erst durchgelassen werden. Und ich schätze mal, dass die Reverie so gut geschützt ist, dass eben Leute wie Judge und Windsmokes, wenn sie nicht eingeladen worden sind, gar nicht erst durchkommen und auch nicht sich irgendwie durchkämpfen können. Weil die Marine hat noch ganz andere Kaliber, wo ein ETG oder sowas letzten Endes nichts mehr machen können. Sanji hat ja auch so ein Raid-Suit bekommen. Auch da sind wir noch gespannt, was diese dann für Fähigkeiten herbergen wird. Man geht ja davon aus, vielleicht kann er sich dadurch unsichtbar machen und sein Traum wird doch noch erfüllt. Also sein Traum vom All Blues und sein Traum von der Unsichtbarkeitsfrucht. Arme Robin, arme. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir Ichiji und anderen Brüder und Schwestern noch mal sehen, dass die vielleicht in einem riesigen großen Krieg am Ende von One Piece, den ich ja immer noch sage, dass der kommt, auch der Strohbande zur Seite stehen, denn wir wollen mehr Power Ranger Action. Vielleicht haben sie bis dahin ja auch sowas in der Art wie so ein Frankie Shogun und haben dann so einen riesigen Roboter, der sich dann aufbaut und das ist der Germa Robot. Träume dürfen doch auch noch. Das war auf jeden Fall mal meine erste kleine Analyse. Ich wollte jetzt hier noch kein irgendwie halbe Stunde Video oder sowas machen. Einfach nur mal ein paar Sachen gucken, wie das Ganze läuft. Ich muss auch erstmal gucken, wie ich das ganze Video überhaupt schneide, ob ich das meine Webcam hier in diesem Großformat lasse, dass ihr die ganze Zeit nur mich seht, ich hin und wieder mal ein paar Bildchen einblende oder ob ich mich irgendwie klein an die Ecke mache und irgendein schönes Hintergrundbild und da immer mal wieder Bilder durchlaufen lassen, wie eine Art Dia-Show. Muss ich noch gucken. Ich werde jetzt das Video mal zusammenschneiden, gucken, was ich jetzt als erstes mal mache. Und natürlich kann man das Ganze nochmal ändern. Das heißt, schreibt in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet. Würdet ihr meine Fresse gerne in ganz groß einfach sehen, nur mich, wo ich hin und wieder mal ein paar kleine Bildchen einblende. Oder eben lieber mich in etwas kleinem Format, mit einem schönen Hintergrundbild. Und je nachdem, was ihr unter die Kommentare schreibt, werde ich das ganze Format vielleicht auch nochmal ändern und ich werde auch nochmal deutlich längere Videos dann auch mal machen, wo ich dann wirklich ins Detail rein analysiere. Das waren jetzt so erstmal einfach nur meine ersten Gedanken, meine ersten schnellen Sachen. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel zu mal durchgelesen oder sowas. Werde ich dann aber in den nächsten Videos machen. Wollte damit jetzt einfach mal generell auf dieses neue Format aufmerksam machen und euch fragen, ob euch denn sowas überhaupt interessiert oder ob ich lieber anstatt so ein Video nochmal eine weitere Theorie rausbombe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, Daumen nach oben, Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.
und haut rein. Ciao.